Ja, liebe Zuschauer, die Kurse am Donnerstag gaben weiter nach. Zumindest lag der deutsche Aktienindex in Gänze im Minus und steuert nun tatsächlich immer weiter gen Süden. Jetzt ist die große Frage, setzt bald meine Erholung ein oder wird sich die Korrektur fortsetzen? Möglicherweise geben ja die Konjunkturdaten neue Impulse, die wir dann am Freitag erwarten. Wir wollen mal reinschauen in den Kalender. Vom 7. Juli 2017, da haben wir durchaus Zahlen, die die Märkte entsprechend bewegen könnten, je nachdem, ob es eine Überraschung, eine Enttäuschung gibt oder ob dann die Erwartungen der Analysten und Ökonomen getroffen werden. Also um 7 Uhr am Morgen gibt es den Index der Frühindikatoren aus Japan. Um 8 Uhr kommen Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe in Deutschland heraus. Ehe wir dann um 8.45 Uhr neueste Angaben zur Entwicklung der Industrieproduktion in Frankreich erhalten. Um 10.30 Uhr gibt es Zahlen zur Industrieproduktion in Großbritannien. Wir wollen immer mal wieder die britischen Konjunkturdaten auch im Blick behalten, weil es interessant ist, wie die sich entwickeln nach dem Brexit-Votum dort. Um 14.30 Uhr kommt dann natürlich der wahrscheinlich wichtigste Datensatz der gesamten Woche, der Arbeitsmarktbericht der US-amerikanischen Regierung, nämlich zunächst mit der Anzahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, also in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor zusammengenommen. Dann gibt es um 14.30 Uhr zeitgleich auch noch die Verkündung der Arbeitslosenquote, die zuletzt auf 4,3% zurückgegangen war. Und es kommt die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne. Ökonomen rechnen jetzt hier mit einem Anstieg um 0,3%. Zuletzt waren die Stundenlöhne im Schnitt um 0,2% geklettert. Die Vorboten des Arbeitsmarktberichts, die sich im ADP-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag gezeigt haben, deuteten eher darauf hin, dass sich der Jobboom in den Vereinigten Staaten von Amerika etwas abschwächen könnte. Es waren nämlich deutlich weniger Stellen geschaffen worden, als Ökonomen vorhergesagt hatten. Und wollen wir mal überprüfen, ob der große Arbeitsmarktbericht der US-Regierung eine ähnliche Tendenz aufweist oder am Ende sogar das Gegenteil zeigt. Auch das haben wir schließlich schon erlebt. Ich möchte natürlich darüber hinaus Sie noch darauf aufmerksam machen, dass die Börsianer ganz genau hinschauen, was beim G20-Treffen, beim Gipfeltreffen in Hamburg besprochen wird. Dieser beginnt schließlich offiziell am Freitag und wird dann bis zum 8. Juli laufen. Die wichtigen Themen, die Angela Merkel vorgeschlagen haben, werden natürlich durchgesprochen. Vielleicht gibt es aber noch ein paar neue Dinge zu beraten, wie zum Beispiel die Situation um Nordkorea. Wir werden es erleben und wir werden es für Sie verfolgen.